Es war wieder soweit. Der Ostersamstag 2016 war da. Und der SPD-Ortsverein, unser Fritz, hat zu seinem traditionellen Ostereiersuchen am Heimatmuseum eingeladen. Alle unser Fritzer Einwohner waren mit ihren Kindern herzlich eingeladen, diese schöne Tradition gemeinsam zu erleben. Und viele waren dieser Einladung gefolgt. Ja, hallo zusammen. Ich heiße Uwe Purwin. Ich bin hier in unser Fritz, der Ortsvereinsvorsitzender von der SPD. Und wir befinden uns hier auf dem Gelände des Heimatmuseums, das momentan umgebaut wird. Aber da wir eine Tradition haben, hier in unser Fritz zu Ostern Ostereier zu verstecken, machen wir trotzdem. Und das findet alles heute draußen statt. Das Wetter spielt natürlich heute super mit. Wir haben für die Kinder circa 400 Ostereier versteckt. Es gibt immer Bratwurst mit Brötchen zu ganz normalen zivilen Preisen. Dieses Ostereierfest, wie ich das so nennen darf, ist eigentlich schon Tradition seit auch schon vor meiner Zeit. Das ist immer gerne gesehen hier unter Fritz, auch wo wir gerade in diesem Neugebaugebiet wieder viele neue Kinder zubekommen haben, ist das immer eine gelungene Sache. Es gab leckeren Kuchen, Kaffee und Würstchen vom Grill und jede Menge zu erzählen. Hallo, mein Name ist Lutz Hammer und ich bin Mitglied im SPD-Ortsverein Unser Fritz und auch Mitglied im Rat der Stadt Herne. Und Unser Fritz, das ist mein Wahlbezirk und ich freue mich ganz besonders, was sich in den letzten Jahren hier in Unser Fritz alles positiv entwickelt hat. Aber in den letzten Jahren haben wir nicht nur die Unser-Fritz-Straße komplett neu in Stand gesetzt, wurde auch die Laurentius-Schule neu gemacht. Die Neubausiedlung vor Jahren hier entstanden, hat junge Familien mit hier nach Unser-Fritz gelockt. Der Kanal ist mittlerweile ein absolutes Naherholungsgebiet geworden für Leute nicht nur aus Herrn und aus Unser-Fritz, sondern auch weit über die Stadtgrenzen hinaus kommen die Leute hier hin und besuchen unter anderem die Künstlerzeche und den tollen Kletterpark und den Biergarten dort. So haben wir hinten auf dem ehemaligen Zechengelände unser Fritz 1.4 wird gerade, ist alles frisch erschlossen und die ersten Flächen sind bereits vermietet. Deswegen sind wir ein Stadtteil, der ganz besonders was kann und aktuell passt das zur Imagekampagne der Stadt Herne Kannbach. Hier hat sich eine Menge getan und hier wird sich auch in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge tun und dafür kämpfen wir sozusagen an der politischen Front für Sie. Geduldig und erwartungsvoll warteten die Kinder auf den Beginn des Eiersuchens. Endlich war es soweit. Uwe Purwin, der Vorsitzende des Ortsvereins, und Lutz Hammer, der Stadtverordnete, gaben die Manege zum Eiersuchen frei. Eilig und voller Vorfreude gingen die Kids ans Suchen. Und mit großem Hallo wanderten die bunten Ostereier ins Körbchen. Ist es langsam soweit? Denk daran, nicht laufen, lass die Kleinen. Ist so klein, dass er hier unten durch. Genau, wer ist das? So, guck mal, du darfst schon mal da durch. Du auch. Halt stehen bleiben. Schon mal klein, du bist auch, ne? Klein. Du bist auch klein, du bist auch klein. Und die anderen warten noch ganz kurz, ihr dürft schon mal losrennen. Ne? Nicht, nicht, nicht laufen. Erzähl. So, herzlich willkommen hier beim Ostereiersuchen, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr habt Glück beim Suchen. Auf geht's! Und nicht rennen! Also meine Cousins und meine Cousine, die machen, also wir sind eine Gruppe. Ihr seid ein Team? Hm? Ja.
Und wieder einmal haben es Uwe Purwin und seine Mitstreiter geschafft, viele Kinder glücklich zu machen. Es gibt nichts Schöneres, als in leuchtende Kinderaugen zu sehen, schwärmte der Vorsitzende des Ortsvereins und freut sich schon auf den nächsten Ostersamstag, wenn es wieder heißt, körbchenfrei zum Eiersuchen.